Hallo, mein Name ist Katja Holler. Herzlich willkommen zu meiner Gartenwelt. Heute zeige ich euch, wie ich Orchideen umtopfe und ich verrate euch ein paar kleine Tricks, wie man die richtig gießt. Die meisten Orchideen sind unheimlich pflegeleicht und sie blühen jedes Jahr wieder aufs Neue, ohne dass ich viel für sie tun muss. Aber nach ein paar Jahren wird es dann doch Zeit, sie mal umzutopfen, weil wenn ich das nicht mache, dann schauen sie ungefähr so aus. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so dekorativ. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, woran erkenne ich denn, dass ich meine Orchidee mal umtopfen sollte? Und das Erste, woran ihr das erkennt, sie schiebt sich aus dem Topf raus. Ihr seht, die wird immer höher. So soll das natürlich nicht sein. Oder, was auch passieren kann, in dem Topf ist schon gar keine Erde mehr. Ich sehe also kaum noch Krümel, nur noch Wurzeln. Und an diesem Beispiel kann man das auch nochmal sehr schön sehen. Ihr seht, nur Wurzeln, keine Erde. Und manchmal findet man solche armen Schweinchen auf irgendwelchen Fensterbänken, wie ihr seht, der geht es gar nicht gut. Die wurde definitiv übergossen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie das dann in den Wurzeln bei der aussieht. Schau mal, die geht schon ganz, ganz leicht raus aus dem Topf. Oh mein Gott. Und wenn ihr da hinschaut, es ist alles braun. Und solche Orchideen kann man schon noch retten, aber die muss man sofort umtopfen. Dann können sie vielleicht überleben. Also wenn ihr bemerkt, dass eure Pflanze krank ist, dann topft ihr die natürlich sofort um. Gesunde Pflanzen werden am liebsten umgetopft, wenn sie gerade wieder das Wachsen beginnen. Also sie bilden neue Blüten oder sie haben ein junges, neues Blatt gebildet. Das ist eine ideale Zeit zum Umtopfen, weil dann können sie auch sehr schnell Wurzeln bilden. So, das Wichtigste beim Umtopfen ist, absolut alles von dem alten Substrat muss weg. In dem alten Erdzeug sind nämlich Bakterien drin und die wollen wir nicht mehr haben. Also tue ich die erstmal da raus. Oh mein Gott, hier ist aber was los. Jetzt wollen wir mal schauen, ob da überhaupt noch Erde drin ist. Ich kann relativ robust mit den Orchideen umgehen. Und versuche jetzt wirklich, ist gar nicht so einfach, die ganze Erde daraus zu holen. Also man darf das auch ein bisschen knautschen. Wie ihr seht, es rieselt. Jupp, ja, das sieht ganz gut aus. Huch. So, jetzt ist das Ding völlig frei von Erde. Und ihr seht, wie viele Wurzeln die gebildet hat. Ist schon irgendwie toll. Damit ich jetzt auch wirklich sehe, was ich da wegschneiden muss, brauche ich eine Brille. Und der Gag ist jetzt, dass ich wirklich alle Wurzeln, die in irgendeiner Form verletzt oder faulig oder alt oder vertrocknet sind, ich muss die alle wegschneiden. Denn in allen fauligen Wurzeln lauern einfach Keime, die sich dann weiter ausbreiten können. Und wenn ich schon mal umtopfe, dann möchte ich das auch sauber und schön haben. Und das ist ja ziemlich unübersichtlich. Da fange ich dann mal oben an. Wie ihr seht, hier ist was vertrocknet. Dann diese Luftwurzeln lasse ich eigentlich dran, aber die hier ist zum Beispiel vertrocknet und ist schon ganz locker. Die kommt weg. Zack. Ja, das wird schon etwas übersichtlicher hier. Da ist wieder ein vertrockneter. Oh, das ist eine ganz große Wurzel, die ich da entfernen muss. Wurzeln, die halb gesund sind, kann ich auch zurückschneiden. Naja, viele Wurzeln sind da ja nicht übrig geblieben, aber genauso soll das sein. Und das ist auch der Grund, warum man bei Orchideen oft denselben Topf verwenden kann, weil ne, die fangen ja quasi von vorne an, aber das machen die schon. Jetzt kann ich den Topf natürlich nicht mehr nehmen. Den muss ich jetzt erstmal ganz dolle mit Seife und heißem Wasser sauber schrubben, damit hier der ganze Dreck weg ist. Und damit das etwas schneller geht, habe ich mir mal einen neuen Topf besorgt. Und da passt jetzt die Orchidee wunderbar rein und die muss bis zu dem Hals, also bis hierhin, soll die dann in der Erde stehen. Weil aus dem Wurzelhals wird sie neue Wurzeln bilden. So, die brauche ich jetzt nicht mehr. Das Wichtige beim Orchideenumpflanzen ist, dass ihr Orchideenerde verwendet. Das ist eine spezielle Erde, die quasi nur aus Rindenspänen besteht. Die ist unglaublich locker und sehr, sehr luftig. Und das muss sie auch sein, denn Orchideen wachsen in den tropischen Wäldern in den Astgabeln der Bäume. Sie sind also Rinden gewöhnt. Und sie sind es gewöhnt, dass es sehr, sehr luftig zugeht. Und das ist auch die Ursache dafür, dass man gerne durchsichtige Töpfe als Orchideentöpfe nimmt. Denn die Wurzeln in den Bäumen sind sehr häufig auch an der Luft.
Und dann werden sie grün. Und grüne Wurzeln können Photosynthese betreiben und damit die Blätter unterstützen. Das heißt, wenn ich die in einem durchsichtigen Topf habe und die Wurzeln sind dann am Rand des Topfes, dann sind das so quasi Miniaturblätter. So, jetzt geht's los. Ich fange mit einer ganz kleinen Schicht Rindenspinnen da unten an. Dann packe ich alle Wurzeln vorsichtig in den Topf rein und halte die Pflanze so hoch, wie sie nachher stehen soll. Das stimmt so ungefähr. Naja, und jetzt einfach rein damit. Bisschen aufstupfen, damit das schön nach unten sackt. Bisschen, dass es zwischen die Wurzeln kommt, das Substrat. So, genau. Das geht jetzt recht schnell. Die wackeln am Anfang noch so ein bisschen. Aber wenn die Wurzeln neu bilden, dann sitzen die auch wieder fest. Ja, ich würde sagen, das passt so. Jetzt geht es ans Gießen. Jetzt müsste ich gießen, aber vorher fühle ich noch mal ganz genau, wie leicht dieser Topf ist. Denn der Spezialtrick, wie man Orchideen richtig gießt, ist, dass man sie erst dann wässert, wenn wirklich alles ganz trocken ist und kein Wasser mehr in diesem Topf ist. Dann, nur dann verfaulen die Wurzeln nicht. Und das erkenne ich am besten durch das Gewicht. Denn ich weiß ja genau, da ist kein Wasser drin. Das habe ich frisch eingetopft, also ganz, ganz leicht. Jetzt kommt es in den Übertopf, der auch durchsichtig ist, damit die Wurzeln nicht bekommen. Und der zweite Spezialtrick bei Orchideen ist die Wasserqualität. Ich verwende nur kalkarmes oder kalkfreies Gießwasser, das Zimmertemperatur hat. Am besten gehe ich in die Regentonne, mache eine Kanne voll und warte 2-3 Stunden, bis die schön warm geworden ist, so warm, wie es in meinem Zimmer ist. Und dann kommt der Trick Nummer 3. Ich gieße in diesem Übertopf ganz, 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 ganz viel Wasser rein. Die kleine Pflanze fängt so wirklich an zu schwimmen. Eigentlich tauche ich sie unter. Ihr seht das so sehr schön. Der Wasserspiegel steigt und steigt. So, jetzt muss ich Schluss machen. Und dann warte ich eine Weile, normalerweise eine halbe Stunde. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Und dann hole ich das Ganze wieder raus. Das ist jetzt wirklich vollgesaugt. Und ganz wichtig ist, alles überschüssige Wasser muss jetzt rauslaufen. Alles. Und nochmal. Nochmal. So, ich glaube, jetzt ist es gut. Das überschüssige Wasser kippe ich weg. Und dann bin ich fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen grünen Daumen nach oben. Und wenn ihr Wünsche oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren und vergesst die Glocke nicht.